Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Orkan über weiten Teilen Westeuropas hat eine Spur von Tod und Zerstörung hinterlassen. Insgesamt kamen mindestens 40 Menschen ums Leben, 12 davon in Deutschland. Mit bisher im Binnenland nicht gemessenen Windgeschwindigkeiten war der Sturm von Westen hier über Frankreich und die Schweiz nach Süddeutschland gezogen. Flughäfen wurden geschlossen, zahlreiche Autobahnen und Bahnstrecken waren blockiert. Vielerorts fiel der Strom aus. Ein Block des Kernkraftwerkes Biblis musste wegen Leitungsschäden vorübergehend vom Netz genommen werden. In Baden-Württemberg riefen die Behörden die Bewohner auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Orkanböen mit bis zu 200 Stundenkilometern fegten am Vormittag über Süddeutschland und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Umstürzende Bäume wurden mindestens 9 Menschen zum Verhängnis. In Ettlingen, Nagold und Herrischried im Schwarzwald stürzten Bäume auf Autos und töteten die Insassen. Im Kreis Esslingen wurde eine Spaziergängerin von einem entwurzelten Baum erschlagen. Sie starb noch am Unglücksort. Auch auf der Autobahn im Bereich Pforzheim kamen 2 Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Auf den Straßen ging teilweise nichts mehr. Wie hier im Südschwarzwald waren die Strecken stundenlang blockiert. Technisches Hilfswerk und Feuerwehr waren im Dauereinsatz. Abartig, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich bin also jetzt über 20 Jahre in der Feuerwehr, sowas habe ich noch nie erlebt. Wie hier in Lörrach hatte der Orkan in ganz Süddeutschland zahlreiche Dächer abgedeckt. In vielen Orten fiel der Strom aus, weil herabstürzende Äste die Leitungen zerrissen hatten. Im Schwarzwald waren Bäume wie Streichhölzer umgeknickt und hatten ganze Schneisen in den Wald gerissen. Sogar die Bundeswehr mit Bergpanzern musste ausrücken. In der Nähe von Donaueschingen war ein Nahverkehrszug entgleist. Die 250 Reisenden kamen mit dem Schrecken davon. Die Strecke Freiburg-München ist immer noch gesperrt. Auf den Bahnhöfen und Flughäfen in Süddeutschland gab es zahlreiche Verspätungen. Tausende von Reisenden kamen nicht mehr vom Fleck. Feuerwehr und technisches Hilfswerk werden noch die ganze Nacht und die nächsten Tage im Einsatz sein. Mit am schwersten betroffen vom Orkan war Frankreich. Dort gab es mindestens 20 Todesopfer. Hunderttausende Haushalte blieben ohne Strom. In Paris war es der schwerste Sturm seit Bestehen der Wetteraufzeichnungen. In den frühen Morgenstunden kam der Jahrhundertsturm zu den Champs-Élysées völlig unerwartet. Windböen bis zu 150 Stundenkilometern im Zentrum der Stadt. Das Lido, das Kaufhaus Printemps, viele Wahrzeichen wurden ramponiert. Tausende Bäume entwurzelt, Stromausfall in 1,5 Millionen Haushalten. Nichts ging mehr an diesem Katastrophensonntag. Am internationalen Flughafen Orly wüteten am Morgen Böen bis zu 170 Stundenkilometern Geschwindigkeit. Alle Flüge wurden gestrichen. Erst gegen Abend entspannte sich die Lage etwas. Stillstand auch bei der Bahn. Der Reiseverkehr ist auch morgen schwer beeinträchtigt. Kräne knickten um wie Streichhölzer. Sie kann es kaum fassen. Wir haben den Bürgermeister angerufen und die Polizei. Niemand konnte etwas tun. Die Behörden waren völlig überfordert. Telefonverbindungen brachen zusammen. Darum ist die Bilanz dieses Unwetters noch ungenau. Das Fernsehen nannte 22 Tote. Hier auf der Autobahn bei Rennes im Norden starben 4 junge Menschen in ihrem Auto, als ein Baum auf die Fahrbahn stürzte. Die Champs-Élysées sind zur Stunde noch für den Verkehr gesperrt. Jede zweite U-Bahn-Linie fährt nicht mehr. Die Riesenräder für die Silvesterfeier werden zum Teil wieder abgebaut. Morgen sind noch alle Parks und öffentlichen Gärten in Paris für das Publikum geschlossen. Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz müssen jetzt Tag und Nacht arbeiten, um die Hauptstadt für die Silvesterfeierlichkeiten wieder herzurichten. Im Schweizer Wintersportort Grand-Montana kam ein Fahrgast dieser Seilbahn ums Leben, als ein umstürzender Baum eine der Kabinen zu Boden riss. 4 weitere Fahrgäste konnten verletzt geborgen werden. Insgesamt starben in der Schweiz 9 Menschen bei Unfällen. In weiten Teilen der Alpen besteht erhöhte Lawinengefahr wegen starker Schneeverwehungen. Sturmwarnungen auch in tieferen Lagen, wie hier am Genfer See, beschädigte der Orkan Boote, Autos und Häuser. Im Kanton Luzern richtete er verheerende Waldschäden an. Schätzungen zufolge sollen 1 Million Kubikmeter Holz vom Sturm gefällt worden sein. Weitere Berichte zum Orkan über Westeuropa bringt die Sendung Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau.
Ein Ende des Geiseldramas an Bord der entführten indischen Verkehrsmaschine ist nicht in Sicht. Immer noch steht das Flugzeug in der afghanischen Stadt Kandahar. Dort war der Airbus gestern früh nach seinem Irrflug über den indischen Subkontinent gelandet. Die Entführer wollen Gesinnungsgenossen aus Gefängnissen in Indien freipressen. Hier erste Bilder vom Rollfeld in Kandahar. Am Nachmittag ist die gekaperte Maschine wieder aufgetankt worden. Technische Probleme verzögern jedoch, wie es heißt, den Weiterflug. Während des Tages hatte der UN-Diplomat de Moule mit den Luftpiraten gesprochen. Er war auf Bitten der Taliban-Regierung eingeschaltet worden. Eine weitere Geisel, ein erkrankter Mann, durfte daraufhin von Bord gehen. Mehr Zugeständnisse konnte de Moule jedoch offenbar nicht erreichen. Er hat seine Mission inzwischen beendet. Die Entführer haben jetzt noch etwa 160 Menschen in ihrer Gewalt. Die 26 Geiseln, die in Dubai freigekommen waren, sind heute in Indien eingetroffen. Nicht mehr Geisel, zurück in Neu-Delhi. Geeta Beisler wurde zusammen mit ihren drei Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren von den Luftpiraten freigelassen. Sie haben Schweres durchgemacht. Die Männer an Bord sind alle gefesselt und haben die Augen verbunden. Wir Frauen mussten unsere Hände auf den Rücken legen und auf den Boden schauen. Keiner durfte sich bewegen, ansonsten wären wir erschossen worden. Für die Kinder waren die Stunden der Entführung besonders hart. Auch sie durften sich kaum rühren. Vor allem der älteste Sohn Prashant hat sehr gelitten. Er hat mitbekommen, was los ist und große Angst gehabt. Er hat nichts gegessen, nur verstört dagesessen. Wegen der Kinder habe ich meine Verzweiflung unterdrückt. Ich hätte schreien mögen, aber ich habe es nicht getan, um meine Kinder nicht weiter zu beunruhigen. Ich bete dafür, dass die anderen Geiseln unverletzt freikommen. Aufgebrachte und verzweifelte Familienmitglieder der Geiseln verlangten in Neu-Delhi von der indischen Regierung ein schnelles Ende der Tragödie. Seit mehr als 50 Stunden sind die Passagiere in der engen Maschine gefangen, erbost sich dieser Mann. Die indische Regierung sollte die Forderungen der Entführer erfüllen. Doch Indiens Außenminister Jaswant Singh will das offenbar nicht. Man prüfe die Forderungen zwar, aber die Haltung Indiens gegenüber Terroristen sei bekannt. Unterdessen wurde in Neu-Delhi das erste Opfer der Flugzeugentführung nach hinduistischem Ritual beigesetzt. Der 25-Jährige war von einem der Luftpiraten erstochen worden. Seine junge Braut sitzt immer noch im Flugzeug. Hintergrund der Entführung ist offenbar der Kaschmir-Konflikt. Die Luftpiraten gehören vermutlich einer terroristischen Moslembewegung an, die seit Jahren für den Anschluss Kaschmirs an Pakistan kämpft. Diese Gruppe wird auch in Verbindung gebracht mit der Verschleppung des Erfurter Studenten Dirk Hasard. Von ihm gibt es seit 4,5 Jahren kein Lebenszeichen. Die russischen Truppen haben ihren Angriff zur Eroberung der tschetschenischen Hauptstadt Grosny fortgesetzt. Nach Moskauer Agenturberichten sind heute erste Einheiten der pro-russischen Tschetschenen-Miliz in das Zentrum vorgedrungen. Die Rebellen leisteten weiterhin erbitterten Widerstand. Die regulären russischen Truppen warten den Angaben zufolge noch in den Außenbezirken. Verhandlungen zwischen Vertretern beider Seite über die Evakuierung der Zivilisten aus dem Kampfgebiet blieben bisher ohne Ergebnisse. Die südliche Einfallstraße nach Grosny. Auch heute bewegten sich hunderte russischer Panzer von 4 Seiten auf die Kampfzone zu. Am Neujahrstag, so das Ziel, soll Grosny der russischen Armee gehören. Aber auch heute hielten sich die schweren Kampfpanzer in sicherer Entfernung von der Stadt, um sie pausenlos zu beschießen. Feuerschutz für die Spezialeinheiten, so heißt es, die heute Abend bereits bis ins Zentrum vorgestoßen sein sollen. Dort soll es heute heftige Kämpfe zwischen Rebellen und moskautreuen tschetschenischen Milizen um strategisch wichtige Plätze und Straßen gegeben haben. Der Widerstand der Rebellen, so berichten Soldaten, ist trotz des schweren Dauerbeschusses nicht geringer geworden. Eigentlich war unser Ziel, sagt der Kommandant, Grosny bis zum Neujahrstag zu erobern, aber als Beteiligter hier vor Ort muss ich sagen, das ist praktisch unmöglich. Der Widerstand der Rebellen ist einfach zu stark, damit haben wir nicht gerechnet. Heute Mittag, ein Helikopter soll rund 20 Verletzte aus dem schwer umkämpften Stadtteil Aldi ausfliegen. Viele haben Bauchschüsse, 2 sind schon auf dem Transport gestorben. Die Rebellen haben noch immer viele moderne Waffen, sagen die Soldaten hier. Die Russen zahlen offenbar einen hohen Blutzoll für den Versuch, die Stadt jetzt schnell bis zum Jahreswechsel einzunehmen. Der Neujahrstag. Für die Strategen im Kreml hat er offenbar eine besondere symbolische Bedeutung, denn 1995 an diesem Tag begannen sie ihre große Offensive im ersten Tschetschenienkrieg, der bekanntlich mit einer vernichtenden Niederlage endete.
Zum Millennium nun wollen sie offenbar als Genugtuung um jeden Preis ihre Fahne in Grosny hissen. Auch wenn dieser Preis das Leben vieler junger Soldaten bedeutet. In der westafrikanischen Republik Elfenbeinküste haben die Putschisten unter General Gueye ihre Macht gefestigt. 2 Tage nach dem Staatsstreich, der weitgehend unblutig verlief, kann die Militärjunta jetzt auf die Unterstützung von Armee, Polizei und der Minister des alten Kabinetts zählen. Den gestürzten Präsidenten Bedi hat Frankreich heute nach Togo ausfliegen lassen. Er hatte in einem französischen Militärstützpunkt bei Abidjan Zuflucht vor den Putschisten gesucht. Ein Gericht in der chinesischen Hauptstadt Peking hat 4 führende Mitglieder der verbotenen Falun Gong-Bewegung zu Haftstrafen zwischen 7 und 18 Jahren verurteilt. Die Angeklagten wurden unter anderem beschuldigt, sich illegal Staatsgeheimnisse verschafft und die Anwendung von Gesetzen untergraben zu haben. Sie gehörten früher der Kommunistischen Partei an und hatten einflussreiche Positionen inne. Die Verurteilten können Revision einlegen. Die buddhistisch orientierte Falun Gong-Bewegung, deren Chef in den USA lebt, war im Juli wegen angeblicher Umsturzpläne verboten worden. Nach eigenen Angaben hat sie allein in China 80 Millionen Anhänger. Der türkische Staatspräsident Demirel hat das Parlament in Ankara aufgefordert, im Fall Öcalan nichts zu überstürzen. Die Abgeordneten sollten den Spruch des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte abwarten, bevor sie eine Entscheidung darüber treffen, ob das Todesurteil gegen den PKK-Chef vollstreckt wird. Demirel wies darauf hin, dass Öcalans Hinrichtung die Bemühungen der Türkei, bald der Europäischen Union beizutreten, erheblich zurückwerfen könnte. Das dürfe man nicht aus den Augen verlieren. In Frankreich verschmutzt Schweröl aus dem gesunkenen Frachter Erika immer weitere Abschnitte der Atlantikküste. Von der Bretagne bis nach La Rochelle hat die schwarze Masse bei starken Stürmen insgesamt mehr als 100 Kilometer Küste erreicht. Helfer haben über 6000 Vögel mit ölverschmiertem Gefieder geborgen. Der Naturschutzbund Deutschland, NABU, warnt vor gravierenden Folgen für Vogelarten, die im Westen Frankreichs überwintern. Als Konsequenz der CDU-Spendenaffäre muss nach den Worten von SPD-Fraktionschef Struck das Parteiengesetz verschärft werden. Er sprach sich in der Bild-Zeitung dafür aus, Verstöße in schweren Fällen nicht nur wie bisher mit Geld, sondern auch mit Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren zu ahnden. CDU-Generalsekretärin Merkel hat indessen Vorwürfe von Bundeskanzler Schröder wegen der Spendenpraxis seines Amtsvorgängers Kohl scharf zurückgewiesen. Schröders Äußerungen zeugten von doppelter Moral, so Merkel zur Zeitung Die Welt. Die CDU brauche keine Ratschläge von einer Partei, in deren Reihen Politiker selbst mit dem Gesetz in Konflikt geraten seien. Schröder hatte dem Altkanzler wegen dessen Spendenpraxis ein gefährliches Staatsverständnis unterstellt. Wer wie Kohl persönliche Beziehungen für wichtiger halte als Gesetze, könne nicht erwarten, dass die Bürger sich noch danach richteten. Auf der Neißebrücke zwischen Guben und der polnischen Schwesterstadt Gubin haben mehrere hundert Menschen am Abend eine Lichterkette gebildet und ein Friedensgebet gesprochen. Es war die 10. Weihnachtslichterkette von Deutschen und Polen, evangelischen und katholischen Glaubens seit der Wende. Die Aktion soll Toleranz und das Zusammenwachsen der nach dem Krieg getrennten Städte fördern. Der Fußball-Bundesliga-Verein Eintracht Frankfurt hat einen neuen Trainer. Felix Magath wurde heute als Nachfolger von Jörg Berger verpflichtet, der vor einer Woche entlassen worden war. Frankfurt steht derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Magath erhält nach Angaben des Vereins einen Vertrag bis zum Saisonende. Das Weltraumteleskop Hubble fliegt wieder frei durch das All. Die Mannschaft der Raumfähre Discovery hat alle Reparaturarbeiten erfolgreich abgeschlossen. Im US-Raumfahrtskontrollzentrum bei der NASA hieß es, die Astronauten hätten der Welt ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Sie hatten dem 3 Milliarden Dollar teuren Observatorium neue Sendegeräte und neue Datenspeicher eingebaut. Jetzt kann Hubble wieder Bilder von 10 Milliarden Lichtjahren entfernten Galaxien schicken. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 27. Dezember. Das Orkantief bewegt sich unverstärkt nach Osten. Den Windgeschwindigkeiten sind die Spitzen genommen, da sich warme Luft mit kalter Luft vermischt. Dadurch können sich die Luftdruckunterschiede in der Atmosphäre einander angleichen. Dennoch muss in der Nacht noch stellenweise mit Sturmböen gerechnet werden. Diese beschränken sich auf Bayern und Teile Baden-Württembergs. Immer wieder fallen Regen, Graupel und Schneeschauer. Schneeschauer vor allem im Süden und in den Mittelgebirgen, mitunter auch in den Niederungen.
Morgen weht der Wind mäßig bis stark, mitunter recht böig aus Südwest bis West. Heute Nacht liegen die Werte zwischen 4 Grad am Rhein und minus 2 Grad am Alpenrand. Am Tag steigen sie auf 1 Grad am Alpennordrand und plus 6 Grad im Westen. Lücken in der Wolkendecke bleiben die Ausnahme. Mit den Temperaturen und der Schneefallgrenze geht es bergab. Am Dienstag fällt in Lagen oberhalb von 300 Metern Schnee, am Mittwoch in der Mitte und im Süden. Der Donnerstag wird nasskalt, Winterwetter.